Hallo Instagram, hallo Facebook. Frau Bernadetta Prokop grüßt. Hallo. Wenn wir 20.15 Uhr haben, gibt meine reizende Kollegin mir ein kleines Zeichen. Und dann schauen wir mal. Ja. So, hallo ihr Lieben zu Hause. Hier seid ihr heute live bei Mozer, unserem ersten Mozer Beauty Channel. Hallo Facebook, hallo Instagram, hallo liebe Kunden, hallo liebe Kollegen. Wir freuen uns, dass wir heute Abend das erste Mal live mit euch gehen. Und vor allen Dingen haben wir das perfekte Wetter dazu ausgesucht, weil bei dem Wetter hoffentlich liegt ihr alle schön kuschelig auf der Couch. Entspannt euch und habt jetzt Zeit mit mir und meiner Kollegin Jenny, die für mich heute sozusagen hinter der Kamera steht, mit mir eine Stunde über die Do's and Don'ts zu sprechen, was ihr mit euren Haaren machen könnt, was ihr mit euren Haaren machen solltet oder auf gar keinen Fall machen solltet. Vielleicht erst noch was ganz kurz zu mir. Ich bin die Steffi, ich bin jetzt schon seit 10 Jahren bei Mozer. Kümmere mich hier um die Education, das heißt also um das Training der Mitarbeiter, um die Schulung, um Events. Auch wir werden wieder Zeiten haben, wo wir Events machen dürfen, ganz gewiss. Um Events, um die Ausbildung, aber auch um die, das Training für die Top-Stylisten, Fotoshootings und jetzt auch neuerdings über die Online-Geschichten. Und ich freue mich, dass wir echt eine Idee gefunden haben, heute einfach mal was für unsere Kunden zu machen. Weil was sind wir ohne euch, ohne unsere lieben Kunden? Sind wir so gut wie nichts. Das heißt auch für euch jetzt einfach mal eine Stunde auch gerne Fragen stellen. Meine Kollegin, wie gesagt, steht sozusagen am Bildschirm und kann das alles verfolgen und eventuell auch die ein oder andere Frage an mich weiterstellen. Für mich ist einfach mal wichtig, vorab haben wir natürlich schon ein paar Kunden befragt, ein paar Freunde gefragt, ein paar Kollegen gefragt, wobei man immer sagen muss, die Kollegen frage ich nicht so gerne, weil auch in meinem Freundeskreis höre ich dann immer, ach ja, Steffi, du bist Friseur, natürlich kannst du das, natürlich schaffst du es, dir die Haare glatt zu machen, natürlich schaffst du es, so wie heute, dir eine Welle reinzuzaubern, aber heute möchte ich euch zeigen, dass ihr auch selber zu Hause sowas ganz wunderbar hinbekommen könnt und ganz, ganz schnell einen tollen Look erzaubern könnt. Heute für unser erstes Online-Live-Channel, Mozer Beauty Channel, habe ich mir erstmal nur gedacht, dass ich euch so ein bisschen was mitgebe, was jeder zu Hause haben sollte. Weil oft ist es auch so, dass manchmal nicht die richtigen Tools zur Hand sind und dass man sich damit vielleicht dann schwer tut, weil es einfach nicht umzusetzen ist, den Look mit euren Materialien umzusetzen, die ihr zu Hause habt. Als allererstes würde ich euch ganz gerne einmal zeigen, was für tolle Bürsten man auf jeden Fall haben sollte. Diese Bürste ist eine Bürste, die ich jedem unbedingt ans Herz legen möchte, und zwar, weil sie eine wunderbare Naturborsten hat und durch die Naturborsten unsere Haare wunderbar gepflegt werden und auch nie gerissen werden. Das ist eine Bürste für jeden. Das ist die Bürste für den Mann zu Hause, das ist die Bürste für die Kinder, das ist die Bürste für langes Haar, das ist die Bürste für kurzes Haar. Bitte immer darauf achten, dass es Naturborsten sind und keine Plastikborsten, denn Plastikborsten verletzen unser Haar. Also immer wichtig, die richtige Bürste. 100 Haarbürstenstriche am Tag und das Haar glänzt wunderbar. Hat meine Oma schon immer zu mir gesagt, aber ich sage euch, es funktioniert. Also immer schön mit Naturhaarbürsten eure Haare bürsten. Dann haben wir auch unsere lieben Rundbürsten. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen, wenn ich euch das ein bisschen in die Kamera zeige. Hier habe ich auch eine Rundbürste mit Naturborsten. Hier habe ich eine Rundbürste mit Metall und mit Plastik. Und viele der Kundinnen wissen manchmal gar nicht, was ist denn jetzt für mich besser? Soll ich jetzt eine mit Naturhaarbürsten nehmen oder soll ich eine Metallbürste nehmen? Und da sage ich immer, es ist ganz einfach, das zu unterscheiden, denn desto dicker und desto fester mein Haar ist, desto besser ist es, wenn ich eine Metallbürste benutze. Desto feiner mein Haar ist und so sensibler mein Haar ist, ist es immer besser, eine Naturhaarbürste zu haben.
Wir bei uns in den Geschäften ermöglichen unseren Kunden das natürlich auch zu bestellen oder den Friseur einfach anzusprechen und zu sagen, du, bei der Steffi, bei dem Live-Blog habe ich einfach mal gehört, es gibt Unterschiede zwischen Naturhaarbürsten und Metall-Plastikbürsten. Dann ist es halt einfach auch mal wichtig, auch mit dem Friseur bei uns in den Geschäften einfach sich darüber mal auszutauschen und zu fragen, hey, sag mal, was habe ich denn für ein Haar? Ist es besser die oder besser die Bürste zu nehmen? Also, feines Haar mit Naturborsten, habt ihr etwas stärkeres Haar, dickeres Haar, festeres Haar oder eventuell auch eine starke Naturkrause, empfehle ich euch die Metall-Plastik-Borsten-Bürste. Dann, was immer wieder mit mir in meinen Geschäften, auch im Training oder auch mit meinen Freundinnen zu Hause, ein Thema ist, es immer so, sag mal, was benutzt du eigentlich? Nimmst du ein Glätteisen, nimmst du ein Onduliereisen, was nimmst du, eine Rundbürste, wie kannst du den Look erzielen? Ich gebe immer ganz gerne mit, ein Glätteisen ist ein wunderbares Tool, um die Haare glatt zu kriegen. Aber auch, das zeige ich euch gleich nachher schnell mal am Puppenkopf, dadurch, dass wir Corona haben, habe ich heute leider kein Modell, weil ansonsten müsste ich mit Mundschutz arbeiten und sobald ich einen Mundschutz habe, versteht ihr mich alle nicht mehr so gut. Deshalb hole ich gleich meine Freundin, sie wartet hier schon ganz geduldig, die hat sich keinen Meter bewegt, die wartet und wartet und wartet, bis sie gleich bedient wird. Zeige ich euch gleich auch einmal schnell, wie ihr zum Beispiel schöne Beachwaves machen könnt, wie ihr schön die Haare glätten könnt, was beim Glätten der Haare auch immer wichtig ist und vor allen Dingen immer das Wichtigste, welche Mozzarella-Produkte brauche ich, um welchen Look zu erstellen. Da möchte ich euch ganz gerne einmal mit direkt an die Hand geben. Viele sagen auch immer, oh Steffi, du hast so schöne Haare und oh, was machst du denn? Und da sage ich immer, ja, schöne Haare und ein schönes Styling gehört auch viel Arbeit dazu. Viel Arbeit heißt nicht, dass ich lange dafür brauche, aber dass ich mich intensiv um mein Haar kümmere. Zum Beispiel, wenn ich eine Maske auftrage oder ich nehme meinen Leave-In-Conditioner oder ich nehme eine Overnight-Kur, ein Candyöl, auch da komme ich gleich nochmal einfach drauf zurück, wie ihr eure Haare wunderbar pflegen könnt und welche Tools ihr benutzen könnt, um ein schnelles Styling zu bekommen. Was noch ganz wichtig ist, das liegt mir sehr am Herzen, wenn ihr lange Haare habt und ihr habt gerne abends mal einen Zopf und sagt, ach Mensch, irgendwie, die nerven mich gerade. Oder ich kenne es selber von mir, sobald ich Feierabend habe, ich gehe nach Hause, einmal schnell in Dutt gedreht und die Haare nach oben. Vorher mache ich natürlich meine Overnight-Kur mit dem Candyöl rein, zeige ich euch gleich. Und dann kommt das Haargummi. Und dann denken wir mal, ja, dann nehme ich ein Haargummi. Und dann sage ich immer, das Haargummi ist so super wichtig, was für ein Haargummi ihr bei welchen Haaren benutzt. Diese Haargummis, liebe Kunden, liebe Kollegen, ihr wisst es, diese Haargummis sind schlecht für eure Haare. Die sind zu hart und zu stramm und können euer Haar viel zu schnell knicken. Ich empfehle euch wirklich, diese Invisible zu nehmen. Die sind immer sehr schön weich, die geben keine großen Knickstellen. Und auch zum Beispiel, wenn ich mein Haar damit abends zusammen mache, in einem Pferdeschwanz, und ich mache mein Haargummi so rein, habe ich trotzdem nachher keine Knickstellen. Und man darf nicht vergessen, desto öfter man auch das Haargummi immer wieder an derselben Stelle macht und jede Kundin, die lange Haare hat, weiß, sie neigt dazu, sich immer an derselben Stelle das Haargummi reinzusetzen, dann ist es so, dass das Haargummi auf Dauer immer wieder auf dieselben Stellen kommt und dann kann es zu Haarbruch kommen. Und dann fragt man sich, hey, warum habe ich so kaputte Haare? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Also wichtig, wählt eure richtigen Haargummis. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Damit habt ihr immer ein schönes Ergebnis, auch wenn ihr am nächsten Tag vielleicht mal nicht die Haare wascht. Gibt es irgendwelche Fragen, Jenny? Nein, nur alle grüßen dich, alle finden, dass du super aussiehst wie immer. Dankeschön. Ich kann euch ja leider nicht alle sehen, aber die Jenny versucht mir ab und zu mal ein Feedback zu geben, was ihr da so schreibt. Vielen Dank, dass ich gut aussehe. Ich habe mir Mühe gegeben, heute Abend um 7:45 noch für euch frisch auszusehen. Und ich freue mich jetzt mit euch einfach mal ein paar Anwendungen zu machen. Vielleicht frage ich euch einfach mal, wozu habt ihr am meisten Lust? Wollt ihr erstmal sehen, wie man vielleicht eine schöne Beachwave macht? Oder möchtet ihr lieber sehen, wie man mit dem Glätteisen schön arbeitet? Da bin ich ganz flexibel. Wie gesagt, meine Kundin, die wartet da schon die ganze Zeit und ihr seid gerne dafür bereit, mir einen Vorschlag zu machen, was ihr gerne sehen möchtet. Ich hole meine Kundin schon mal eben in der Zeit. Ich schwinde mal eben ganz kurz. So. Da ist sie. Wunderbar. Sie ist
schon wunderbar hier. Sie wartet die ganze Zeit auf mich und hat ihr Haar frisch gewaschen. Wir haben hier zum Beispiel bei dem langen Haar, haben wir das Haar gewaschen mit unserem Shampoo Cassia. Das ist die Farbpflege, die wir von Mozair haben, die ich besonders sehr, sehr allen Frauen ans Herz lege, die chemisch behandeltes Haar haben. Das heißt zum Beispiel koloriertes Haar, dauergewelltes Haar, gesträhntes Haar, chemisch geglättetes Haar. Also alles, wo Chemie mit an die Haare gekommen ist, haben wir hier von dem Lotion, von der Cassia-Serie haben wir einmal ein Shampoo, dann haben wir dazu eine Maske und ein Leave-In Conditioner. Und da geht es meistens schon los. Da sagt die Kundin, oder Sie sagen das, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich eine Maske oder nehme ich lieber eine Lotion? Und dann sage ich immer, es ist eigentlich immer am besten, beides mitzunehmen. Ich vergleiche das immer damit, und den Satz werden Sie heute Abend wahrscheinlich noch ganz oft von mir hören, ich vergleiche das immer damit, wie es ist, wenn ich nur mit Salz kochen würde. Wenn ich nur mit Salz kochen würde, würde es bestimmt schmecken, aber es schmeckt nicht so gut, als wenn ich noch ein bisschen Curry reinmache, vielleicht ein bisschen Koriander, Knoblauch, Zwiebeln und ganz viele einzelne Zutaten mit reingebe, schmeckt mein Gericht nachher wunderbar. Genauso ist es bei Haaren auch. Haare können nicht nur mit einem Produkt gepflegt werden. A ist es einfach auch so, dass wenn wir jetzt auch, wenn wir ein kurzes Haar haben, darum geht es gar nicht, aber auch wenn wir ein langes Haar haben, hat dieses lange Haar hier unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt also an der Kopfhaut, am Ansatz, braucht das Haar eine ganz andere Pflege als wie im Mittelstück oder auch in den Längen und Spitzen. Deshalb, um darauf zurückzukommen, was nehme ich? Nehme ich eine Lotion, die Leave-In-Lotion, das heißt die Lotion wird nicht ausgespült, oder nehme ich eine Maske, die ich unter der Dusche, in der Badewanne, bei meinem Wellness ins Haar einarbeite und einwirken lasse. Ich weiß es und ich sage es Ihnen gerne. Also, wir fangen an mit der Maske. Da ist es einfach ganz wichtig, ganz essentiell wichtig, wo trage ich eine Haarmaske auf? Eine Haarmaske kommt wirklich in dem Bereich der Haare, wo ich sage, hey Mensch, hier unten ist mein Haar sehr trocken, sehr strapaziert. Und genau hier brauche ich definitiv mehr Pflege. Summa summarum heißt es, ich stehe unter der Dusche, shampooniere mir mein Haar, im besten Falle natürlich vorher mit dem Shampoo Cassia, spüle das Ganze aus und versuche das Haar immer zu frottieren und auszudrücken, sodass ich so wenig Wasser, so wenig Flüssigkeit noch in meinem Haar habe, wie es geht. Denn in dem Moment, wo ich eine Maske auf mein nasses Haar auftrage, läuft die Haarmaske wieder mit dem Wasser aus meinem Haar raus und kann so gar nicht wirken. Es hat das Haar gut ausdrücken und dann wirklich im unteren Bereich die Haarmaske auftragen. Das heißt, ich nehme hier unten mein Haar zusammen, nehme ungefähr eine Haselnuss groß, Walnuss groß, kommt auf die Haarmasse an und trage es auf die Längen und Spitzen auf und lasse es einwirken. Eine Haarmaske braucht nicht hier oben an den Ansatz, weil dann haben Sie welches Problem? Das heißt, zu schwer. Das Haar wird schnell wieder fettig und wenn wir das Haar versuchen zu frisieren, zum Beispiel mit viel Volumen haben wollen oder auch eine schöne Welle haben wollen, schaffen wir es nicht, das Haar hier oben standhaft hinzubekommen, weil die Maske hier oben einfach das Haar zu sehr erschwert. Deshalb eine Maske wirklich hier unten auf Längen und Spitzen, wenn Sie in der Zeit zum Beispiel Ihren Körper shampoonieren oder sonst irgendetwas anderes tun unter der Dusche, was man sonst so macht. Können Sie es danach wieder ausspülen. Eine doppelte Anwendung von Maske und Lotion würde ich nicht empfehlen, weil das ist doppelt gemoppelt und das Haar würde die Nährstoffe gar nicht alle aufnehmen können. Deshalb entweder oder. Und wenn ich zum Beispiel mal morgen sage, puh, heute Morgen bin ich knapp in der Zeit, ich schaffe es nicht so ganz, ich muss mich wirklich beeilen, dann gehe ich auf die Lotion. Und hier haben wir wirklich eine schöne milchige Lotion, das heißt, sie muss gut geschüttelt werden, damit sich die verschiedenen Komponenten miteinander verbinden können. Und sprühe auch diese Lotion wieder unten auf den unteren Teil meiner Haare. Wenig, denn alle unsere Mozair-Produkte sind Konzentrate, das heißt, in der Anwendung sparsam mit umgehen, eventuell auch im Shampoo ein bisschen mit Wasser zu verdünnen, weil es dann einfach von den Pflegestoffen und von den Nährstoffen so hoch angereichert ist, dass man damit sparsam umgehen kann. Okay, dann haben wir die Lotion Cassia zum Beispiel reingemacht und wir föhnen unser Haar.
Auch da fängt es wieder an, wie föhne ich eigentlich richtig meine Haare? Haben wir schon mal letzte Mal auch im Team drüber gesprochen. Momentan zu Corona ist es leider ja auch nicht möglich, unseren Kunden, also Ihnen zu Hause, anzubieten, einen Cut and Go zu machen. Das heißt also, Sie föhnen Ihr Haar selber. Dementsprechend föhnen wir momentan Ihre Haare, was auch wunderbar ist, was wir auch sehr schön finden. Aber ich sag mal, wie viele Tage im Jahr föhnen Sie Ihr Haar alleine zu Hause? Sollte man auch da einmal den Kunden ein bisschen helfen und sagen, schau mal, wenn du deine Haare so und so föhnst, du hast es wesentlich einfacher, nachher dein Haar glänzend zu hinzubekommen, eine schöne Oberfläche zu bekommen, eine schöne Struktur zu bekommen. Das heißt, also, wenn ihr die Haare föhnt, liebe Kunden zu Hause, dann föhnt ihr immer von oben das Haar glatt runter, so dass ihr gar nicht so viel Wirbel in die ganze Geschichte reinbekommt, sondern eigentlich eher das Haar mit der Haarstruktur immer schön wieder runter glätten. Jetzt höre ich gerade, da kommen Fragen. Oh, ich freue mich. Ich finde es cool, dass ihr Fragen stellt. Dann habe ich endlich, war richtig schön, euch zu beantworten. Also, ich bin gespannt. Was habt ihr für Fragen? Schieß los. Gibt es einen doppelten Effekt, wenn man die Maske über Nacht einwirken lässt? Das würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil die Maske nicht dazu geeignet ist, sich zu lange in einer Konsistenz wie den Haaren aufzuhalten und eventuell trocken werden könnte und dann nicht mehr so schön auszuspülen ist und man dann am nächsten Tag schon wieder ein Reinigungsshampoo nehmen müsste. Das wäre unser Gigombre. Das ist ein tiefenreinigendes Shampoo, was ich aber jedem empfehle, Herren, Damen, Kinder, weil oft ein Haar überlagert wird von Pflegestoffen, von Stylingprodukten, von Umwelteinflüssen, von eventuell Chlor oder was auch immer Sie sonst noch in Ihrer Freizeit mit Ihrem Haar zusammen erleben, kann man immer ganz gut zwischendurch ein Gigombre-Shampoo nehmen und einmal die Woche, sage ich immer, um das Haar nochmal tiefenreinigen zu können und danach wieder zu pflegen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, kann ich diese Maske über Nacht drin lassen, empfehle ich einmal unser Zauberelixier. Ich liebe es. Ich liebe es. Wissen Sie warum? Weil es so cool ist, weil man es so vielseitig anwenden kann. Die Kundin fragte gerade, kann ich über Nacht die Maske einwirken lassen? Nehmen Sie das Öl Candy und machen Sie über Nacht eine Overnight-Kur mit diesem Öl. Das Besondere an diesem Öl ist, ich weiß nicht, ob man es hier jetzt gut sehen kann, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg, versuche es mal relativ nah zu zeigen. Auch wenn man das hier sieht, das ist zwar ein flüssiges Öl, aber es ist nicht so ölig wie zum Beispiel Olivenöl oder ein anderes Öl, Haaröl, was extrem schnell runterlaufen würde von der Hand. Dieses Öl hat eine ganz tolle Eigenschaft. Ich kann es jetzt, weil ich es jetzt noch in den Händen habe, entweder bei mir selber reinmachen, haben wir nie genug von Haaren, oder auch einfach hier nochmal reingeben. Und man sieht sofort, ich hoffe, man kann das aussehen, vielleicht kann die Jenny mir das bestätigen, dass das Haar sofort viel mehr Glanz hat. Ja. Kann man das gut sehen? Ja. Wenn man jetzt reingeht. Und das Tolle daran ist, deshalb komme ich darauf zurück, das Haar ist überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht ölig, überhaupt nicht erschwert oder sonst irgendwas, sondern ganz toll gepflegt. Also, Overnight Pur auf jeden Fall mit dem Candyöl. Aber warum habe ich gesagt Zauber-Elixier? Weil das noch viel mehr kann. Also, über Nacht, Overnight Pur. Ich kann es ins nasse Haar machen, um mir danach das Haar zu föhnen, zu glätten oder auch zu annulieren, weil es das Haar nicht schwer macht. Dadurch habe ich einen unwahrscheinlich tollen Glanz. Pflege und gleichzeitig auch ein Anti-Frizz-Effekt. Was ist Anti-Frizz? Anti-Frizz heißt, kleine Haare, die bei jeder Kundin, ob lang oder kurz, immer automatisch abstehen. Und somit hat man dann immer wunderbar mit dem Candyöl eine glattere Struktur, also eine glattere Haaroberfläche. Und wenn eine Haaroberfläche wunderbar glatt ist, kann sie auch glänzen. Sonst kann sie es nicht. Oder halt, die dritte Möglichkeit hiermit, ist halt einfach damit zu arbeiten in trockenen Haaren. Ich benutze das gerade gerne im Winter, einfach auch mal zwischendurch, wo ich sage, ach Mensch, meine Spitzen sind ein bisschen trocken geworden. Ich gebe mir nochmal ein bisschen Öl Candy nochmal rein und versuche einfach nochmal meine Länge und Spitzen ein bisschen frischer auswirken zu lassen. Kann ich also nur dieses Öl empfehlen. Als dann noch eine Frage. Ja. Welche Produkte soll ich für sehr feines Haar benutzen? Ach, wunderbar.
Genau, sehr feines Haar. Das liegt mir mal ganz stark am Herzen. Weil feines Haar Ihnen zu Hause oft ja, die Möglichkeit gibt, Dinge zu tun, die eigentlich so einfach sind, wo man aber einfach nur wissen muss, wie. Also, ich sage Ihnen einmal, was ich Ihnen jetzt empfehlen würde für eine Kundin mit feinem Haar. Ob Sie langes Haar haben, kurzes Haar haben, das ist völlig egal, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ich gehe einmal kurz an meinen Produkttisch zurück. Das wäre mein Set, was ich Ihnen zu Hause empfehlen würde. Und zwar besteht das darin, einmal aus dem Shampoo Gigombre, ein wunderschönes Volumen-Shampoo, dank dem Ingwer-Extrakt, was da drin ist, hat das eine sehr hohe Tiefenreinigung. Jetzt sagen Sie sich vielleicht zu Hause, Tiefenreinigung, warum brauche ich denn eine Tiefenreinigung? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie feines Haar haben, dann kann das Haar nur Fülle bekommen, wenn es leicht ist. Und das kann nur leicht sein, wenn es gereinigt ist. Das heißt also, keinerlei Rückstände auf den Haaren hat. Dieses Gijombo-Shampoo eignet sich super, super, super gut dazu. Die andere Sache ist dann, dass ein Gijombo-Shampoo natürlich stark reinigend ist. Wenn Sie jetzt als Kundin zu Hause mit einem feinen Haar danach natürlich eine Haarmaske auftragen würden, wäre es Ihnen wieder zu schwer. Dadurch haben wir passend immer zu der Gijombre Shampoo haben wir unsere kleinen Shots. Die haben wir von Gijombre, von Passion Limette und von Cassia. Hier habe ich jetzt gerade einen von Passion Limette, aber wir haben das gleiche von Gijombre dazu. Das ist ein Leave-In-Schaum, das heißt, Sie haben Ihr Haar gewaschen, kommen aus der Dusche raus, tragen das auf Längen und Spitzen auf, müssen es nicht ausspülen, haben eine tolle Pflege, aber überhaupt kein erschwertes Haar. Also das in der Dusche, in der Badewanne zum Shampoonieren, danach den Shot als Pflege reingeben auf Längen und Spitzen und dann unser Keratin-Lotion. Ebenfalls ein Zaubereffekt, weil das hat einen ganz tollen Effekt. Ich muss immer daran denken, an unseren süßen Trainer, der unser Fachtrainer davon ist. Der hat uns das damals so erklärt, das hat einen Popcorn-Effekt. Jetzt denken Sie, Popcorn-Effekt, warum brauche ich denn einen Popcorn-Effekt? Ich will doch einfach nur ein bisschen Volumen haben. Denken Sie an die kleinen Maiskörner, die in den Tüten sind und dann bei der Mikrowelle reingetan werden und erhitzt werden. Was passiert mit dem Maiskorn? Es poppt auf. Und genau das kann dieses Lotion Keratin auch. Das heißt, wenn ich das auf mein Haar gegeben habe und danach muss ich einen Föhn benutzen und durch die Wärme baut sich dieses Produkt komplett in den Haaren auf und gibt ihnen ein unwahrscheinliches, tolles Volumen am Ansatz. Aber auch da ist wichtig, nochmal, das habe ich vorhin noch, glaube ich, nicht ganz so gut erklärt für Sie zu Hause. Wenn Sie ein Volumenprodukt haben, wie hier das Lotion Keratin oder auch ein Schaumfestiger oder einen anderen Flüssigfestiger von uns aus der Serie, immer wichtig, wenn Sie das auftragen, dann tragen Sie es auch genau da auf, wo es hin soll, nämlich an den Ansatz. Leicht einreiben mit den Fingern, das nächste Haar wieder scheiteln. Und oben auf den Oberkopf geben. Nicht hier auf die Länge und Spitzen, weil hier unten möchte ich es nicht haben. Sondern ich möchte hier oben am Ansatz Volumen haben und deshalb das Haar sauber scheiteln und immer das Produkt dahin bringen, wo Sie es genau brauchen, nämlich an den Ansatz. Danach wird das Haar geföhnt. Ich möchte heute so wenig föhnen wie möglich, weil das ist für Sie zu Hause sehr laut. Dann wird das Haar geföhnt und hat automatisch viel Fülle und wie wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, für feines Haar am besten dann mit der Naturhaarbürste, weil damit dann einfach das feine Haar gleichmäßiger auf die Bürste aufgezogen wird und dann auch viel, viel schöner am Volumen, am Ansatz aufgezogen wird. Man spürt das jetzt auch schon so, wenn man die jetzt einfach nur mit reinnimmt, dann ist das viel schönerer Glanz. So, jetzt haben Sie so viel schon gemacht, das hört sich immer so unwahrscheinlich viel an. Von derselben Kundin noch die Frage, müssen alle Produkte von derselben Serie sein? Nee. Ganz, ganz sehr gute Frage, finde ich toll, die Frage ist perfekt, haben Sie mir einen großen Gefallen getan mit der Frage. Nein, absolut nicht. Man kann alle Serien bei uns untereinander mischen, aber dafür muss man sein Haar kennen und dafür müssten Sie bei uns in den Laden vorbeikommen, wo auch immer Sie herkommen, aus welcher Stadt. Wir haben sicherlich ein Mozzer-Geschäft in der Nähe, wo Sie sich super beraten lassen können. Aber um Gottes Willen, natürlich, man kann alle Produkte untereinander mischen. Zum Beispiel, man hat
ein feines Haar. Man nimmt hier oben ein Shampoo Gijonre. Man hat aber trotzdem koloriertes Haar. Kann in den Längen und Spitzen eine Maske Cassia nehmen. Das ist alles untereinander gespeist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber als allerletztes noch für die... Ja? Eine Frage dann. Okay. Dann kommt mein kleiner Zaubertrick. Meine Kollegen, ich weiß nicht, ob ein paar Kollegen auch zuschauen, die werden wahrscheinlich jetzt schmunzeln und lachen und sagen, den Trick macht die Steffi immer. Den mache ich auch immer, aber ich liebe diesen Trick, weil ich finde ihn einfach gigantisch. Wenn Sie ein Haarspray zu Hause haben, dann denken Sie immer, was ganz normal ist, was ganz klassisch ist, Sie nehmen Haarspray und sprühen es oben drauf. Aber genau da soll das Haarspray ja gar nichts bringen. Weil was bringt mir ein Haarspray, was mir jetzt von oben hier, vielleicht wenn die Feuchtigkeit da ist, die Haarstruktur oben glättet, dann ist das wunderbar. Aber ich möchte ja Volumen beibehalten. Mit dem Spray Scirocco, das ist wirklich ein traumhaftes Haarspray, weil es klebt überhaupt nicht. Es lässt sich zu 100% rückstandslos ausbürsten. Macht man es folgendermaßen, man nimmt das Haarspray, sprüht sich in die Handfläche, nimmt es danach, verteilt es und geht dann bei sich selber, ich kann es auch bei mir selber machen, geht dann rein und geht nur an die Ansätze und wartet und gibt die Wärme und das Produkt ab. Jetzt sehe ich mich nicht, aber ich hoffe, es hat was gebracht. Und was das Schönste daran ist, wenn ich jetzt so mache, es klebt überhaupt gar nicht auf meinen Händen. Deshalb für alle Kundinnen mit feinem Haar, mit langem Haar, mit dickem Haar, mit krausem Haar, benutzen Sie ein Haarspray einfach mal anders. Nehmen Sie das Spray Scirocco und tragen Sie es auf die Handflächen auf und gehen Sie an Ihre Ansätze und das Haar und lassen dort das Haarspray wie einen kleinen Wachs, wie einen kleinen Festiger, einfach nochmal von unten an den Haaransatz dran und dann haben Sie ein wunderbares Volumen, einen schönen Schwung, immer natürlich. Und es ist nie so, dass es zugekleistert aussieht. Weil das können unsere Produkte gar nicht. Die können nämlich eins nicht, die können nämlich nicht kleistern. Das ist nämlich das Wunderbare daran. Wenn wir aber schon mal einmal dabei sind, haben wir auch noch zwei davon. Es gibt noch das Haarspray Vento. Da kann ich Ihnen jetzt auch schon mal ein kleines Geheimnis sagen. Das wird zur Weihnachtszeit bei unseren, in unseren Salons als Sondergröße geben. Das wird es in 500 ml geben. Schlagen Sie zu, muss ich Ihnen sagen, weil das ist wirklich eine Sonderserie. Ansonsten haben wir die Sondergrößen nicht. Bei dem Stelvento ist genau das Gleiche. Sie können das genauso in die Handinnenfläche sprühen, Sie können das genauso an die Ansätze einarbeiten, aber natürlich auch trotzdem ganz global wie ein ganz normales Haarspray benutzen. Und auch hier sieht man, man kriegt einen schönen Stand, man kriegt eine wunderschöne Struktur, aber man hat nie das Gefühl, dass man einfach nicht mehr durchkommt. Bei dem Haarspray Vento ist es allerdings so, dass wenn ich es so öfter ich es anwende am Tag, tun Sie sich eins in die Handtasche, eins ins Auto, ich habe immer eins im Auto, ist es immer wunderbar, wenn Sie das öfters anwenden, dass das Haar mit der Zeit immer kräftiger wird. Es wird kräftiger und es wird fülliger. Aber trotzdem können Sie es abends ausbürsten. Und wenn Sie es abends ausgebürstet haben, werden Sie das merken, dann haben Sie das Gefühl, Ihr Haar ist etwas aufgepuschter, etwas dicker als sonst. Also Haarspray Vento und Haarspray Scirocco, ein absolutes Must-Have. Also wir haben jetzt noch eine Frage und auch schon mal für dich zur Information, die Abstimmung ging zu fast 100%, denke ich mal, an Beachwaves. Ah, okay, also Beachwaves. Kein Problem, mache ich super gerne. Letzte Frage, ich habe Probleme mit dem Fett. Jeden Tag waschen, trotzdem sieht nach ein paar Stunden fettig aus. Was tun? Habe ich jetzt schon oft gesagt, ne? Aber ich liebe unsere Produkte, ich kann es einfach nicht anders sagen. Was man immer haben sollte, was lange irgendwie nicht da war, also ich erinnere mich noch daran an meine Mutter, also meine Oma, die hat früher Trockenshampoo benutzt. Da habe ich mir gedacht, Trockenshampoo, warum nimmt die denn Trockenshampoo? Kann doch ihre Haare einfach waschen. Nein. Es ist wunderbar, ein Trockenshampoo muss jede Frau zu Hause haben, weil ein Trockenshampoo ist eine Sofort-Expresshilfe und eine neue Stylinghilfe. Weil was kann ein Trockenshampoo? Natürlich kann ein Trockenshampoo immer ein frisch gewaschenes Gefühl geben. Das heißt, wenn Sie fettige Ansätze haben, auch dann wieder, ich kann es auch bei mir gerne machen, einmal das Haar scheiteln, danach auch wieder scheiteln.
Wichtig, nicht einfach nur von oben auf die Haare geben, sondern immer von unten reingeben. Und dann hat man sofort ein ganz frisch gewaschenes Gefühl auf dem Kopf. Und das Allerschönste ist, wenn Sie es danach noch mit unserer wunderbaren Naturhaarbürste ausbürsten, dann hat das Haar die Fettstoffe, die auf der Kopfhaut waren, wo Kopfhaut sehr schnell fettet, was hormonell sein kann, was durch Medikamente sein kann oder einfach nur eine Veranlagerung sein kann, ist es einfach schön, das Trockenshampoo auf die Ansätze zu geben. Danach entweder mit der Naturhaarbürste ordentlich durchbürsten oder mit dem Föhn einmal, damit sich die Komponenten zusammen verbinden können und sozusagen der Schmutz, der Fett, der auf ihrem Ansatz war, sich einfach damit rauswaschen kann. Das klappt am besten mit Spray Refresh und hat automatisch auch immer nochmal das Ding, dass es unwahrscheinlich viel Volumen gibt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend nochmal auf eine große Party gehen würde, würde ich gerne, aber es geht ja leider nicht, könnte man immer danach sagen, okay, ich gebe es mir einfach nochmal rein und ich kriege einfach automatisch viel, viel, viel mehr Volumen. Okay, also fertiger Ansatz, auch da trotzdem vorher eine Tiefenreinigung machen mit einem Dijon-Shampoo oder aber auch mit unserem, sag ich mal, Daily-Shampoo, das ist das Pecho Limette. Das ist auch wunderbar, das ist ein Daily-Shampoo und auch für Kinder geeignet, weil es brennt nicht in den Augen. Meine Kinder lieben es, sie finden es toll, weil man halt einfach beim Shampoonieren die Augen auflassen kann. Und es ist ein Daily-Shampoo genauso wie für den Herrn und aber auch für jede andere Kundin. Danach immer sonst das Trockenshampoo mitgeben. Okay, also gefragt waren Beach Waves. Wunderbar. Also da haben wir ja hier schon mal unsere ganz tolle Kundin sitzen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, welches Tool habe ich zu Hause, was benutze ich und womit kann ich am besten umgehen? Ich habe vor 3 Tagen noch mit einer Kollegin hier im Büro gesessen, die kein Friseur ist, und habe ihr gezeigt, du schau mal, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und dann kommt immer, ja, du bist Friseur, du kannst das, du kriegst das hin. Also mein Tipp von meiner Seite aus, in dem Moment, wo man in den Spiegel guckt und sich die Haare frisiert, immer daran denken, dass es Spiegel versetzt, deshalb eigentlich eher Augen zu und nach Gefühl. Weil in dem Moment, wo man in den Spiegel guckt, macht man eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Jetzt tauche ich mal kurz ab und hole mal mein Onduliereisen. Das ist mein Onduliereisen, womit ich auch heute meine Haare onduliert habe. Es gibt die natürlich in unterschiedlichen Größen. Es kommt immer darauf an, was für eine starke Beach Wave ich haben möchte, was für lange Haare ich habe oder habe ich kurze Haare. Da gibt es die in allen möglichen Größen und auch verschiedenen Formen. Das heißt, manche sind auch in einem Curve, wo der Curve, das heißt, es geht nach vorne hin ein bisschen spitzer zu. Es ist dann halt so, dass die Locke nach unten oder die Bewegung nach unten immer ein bisschen kleiner wird. Hier ist es so, dass wir jetzt halt ein sehr großes Onduliereisen gewählt haben, weil es im Moment für mich auch Trend ist. Auch bei uns in der neuen Kollektion, auch mit Victoria, die Sie bestimmt schon bei uns in den Salons gesehen haben, sieht man auch, dass es eine leichte Bewegung ist, eine leichte Welle einfach gibt und deshalb ich mich dazu entschieden habe, heute mit dem Onduliereisen zu arbeiten. Meiner Meinung nach braucht das Haar gar nicht großartig abgeteilt werden, sondern ich nehme mir, und genau das macht den Look auch nachher aus, unterschiedlich große und total unregelmäßige Partien. Das heißt, ich kann auch hier rein und einfach zum Beispiel hier vorne mit der Partie anfangen und nehme mir das Haar nach vorne, mache meine Klappe wunderbar auf, lasse das einmal durch mein Onduliereisen durchgehen und ziehe das danach einfach ganz entspannt einmal bis in die Spitze durch. Und dann habe ich hier eine ganz, ganz leichte Beach Wave, wo ich sagen kann, reicht mir das oder möchte ich lieber noch ein bisschen mehr Bewegung, wenn ich eine größere Welle haben muss oder haben möchte, auch mehr vom Ansatz her, dann benutze ich wirklich die Klappe und lege mein Haar immer wieder drumherum. Und auch da können Sie ruhig mal 3 Sekunden auf einer Stelle bleiben, das schafft Ihr Haar. Außer Ihr Haar ist schon sehr kaputt oder sehr bewusstlos an der Stelle, dann bitte nicht mehr, aber ansonsten schafft das Haar das wunderbar.
Und dann sieht man, in dem Moment, ich habe eine gleich große Strähne genommen, habe aber wesentlich langsamer gearbeitet und mehr um mein Untermedieeisen rumgewickelt, anstatt es rausgezogen. Deshalb habe ich hier jetzt eine wesentlich stärkere Beanschwelle, so wie ich es mir auch bei mir gemacht habe. Es sieht von hier aus immer so einfach aus, aber ich sage immer, bitte, bitte, bitte einfach mal sich die Zeit nehmen, zwei, dreimal üben und irgendwann, wenn man wirklich fit genug ist, dann hat man das auch wirklich raus. Aber auch bei uns, die Friseure, die werden Ihnen gerne, gerne, gerne in den Salons helfen. Und als Empfehlung von mir, bevor Sie überhaupt mit dem Onduliereisen arbeiten, wäre es immer wichtig, dass Sie vorher natürlich einen Hitzeschutz ins Haar geben. Ein Hitzeschutz ist extrem wichtig, weil man sagt immer, naja, wenn ich die Haare abschneide, tut ja nicht weh. Tut nur im Herzen weh, aber nicht an den Haaren. Aber auch hier ist noch immer Leben drin und immer noch Gefühl. Und das muss geschützt werden. Dafür haben wir unsere super, super schöne Anti-Frizz-Creme. Ich zeige das mal. Ich hoffe, man kann das sehen in der Kamera. Wenn ich das jetzt auf meine Hand mache. Hier. Dann sind da ganz viele kleine Glitzerpartikel drin. Kann man das sehen? Vielleicht kann man es sehen. Ansonsten einfach mal bei uns im Salon den Stylisten fragen. Und auch ruhig ins trockene Haar geben, ist überhaupt gar kein Problem. Und einfach mal die Anti-Frizz-Creme in die Längen und Spitzen, ob trocken oder feucht, ins Haar geben. Und selbst wenn ich das jetzt hier schon nur mache und nutzen Sie auch immer die Zeit, sich einzelne Partien rauszunehmen, die Produkte wirklich ins Haar einzuarbeiten, einzelne Strähnen nehmen, viele neigen dazu, einfach so sich das so zu verteilen und dann einmal so rein. Aber nutzen Sie Ihre Handflächen und dann wirklich nur die einzelnen Stellen aufnehmen und einzeln einarbeiten. Und dann sieht man hier schon automatisch, was für einen schönen Glanz das hat. Kann man auch, wie man sieht, hier einfach auch nochmal in die schon frisierte Strähne reinmachen. Nimmt natürlich immer ein bisschen was von der Sprungkraft raus, ist aber trotzdem immer noch da. Und das ist ja auch der Sinn einer Beachwave. Danach ruhig wieder das Onduliereisen zur Hand nehmen und nochmal fleißig Gas geben. Und auch beim nächsten Friseurbesuch, wenn Sie einfach mal bei uns in den Salon sind, einfach mal sagen, du, Hasse, gib es mir einmal in die Hand. Ich will es einmal versuchen. Einmal. Weil wir sind bereit, natürlich gerne, gerne, gerne unsere Styling-Tipps an Sie zu Hause weiterzugeben. Nur manchmal denken wir vielleicht einfach gar nicht drüber nach, dass Sie das vielleicht interessiert oder dass Sie das vielleicht mal umsetzen möchten. Und dann einfach nochmal ausprobieren, rein und langsam mit dem Onduliereisen arbeiten. Ganz langsam. Das, was jetzt qualmt, da müssen Sie auch zu Hause keine Panik bekommen, das, was jetzt qualmt, das ist das Produkt und die Restfeuchtigkeit, die aus dem Haar rausgeht. Und dann sehen Sie hier sofort, vielleicht kann ich mal ein bisschen näher rangehen, wie viel Glanz und wie viel Geschmeidigkeit diese Strähne bekommen hat, wo ich die Anti-Frizz-Creme noch mit reingegeben habe. Direkt auch eine Frage zu den Beachwaves. Darf man jeden Tag mit dem heißen Eisen Beachwaves formen oder leidet das Haar zu sehr? Nein, also. Man kann natürlich jeden Tag seine Haare mit dem Onduliereisen bearbeiten, aber da, liebe Kundin, vielen Dank auch für die Frage. Ganz wichtig, pflegen Sie Ihr Haar gut zu Hause, das heißt mit einer Maske, mit Leave-In, mit Hitzeschutz. Gönnen Sie Ihrem Haar eine Overnight-Kur mit einem Öl-Candy. Benutzen Sie Naturhaarbürsten fürs Bürsten und achten Sie darauf, dass Sie eventuell nicht jeden Tag waschen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wir sehen uns morgen leider nicht online, aber vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Meine Haare sind jetzt heute frisch gewaschen gewesen, aber dadurch, dass ich heute Nacht wirklich ein Invisible-Haargummi reinmache, wo ich keine Druckstellen habe und morgen früh nach dem Aufstehen dann auch wirklich wieder ein Trockenshampoo reinmache und es auflockere, ist meistens sogar die Beachwave in einem anderen Look, in einer anderen Bewegung, aber trotzdem immer noch schön. Also ein Tag dazwischen, ein Tag Ruhe wäre schon gut, aber nichtsdestotrotz, wer viel will, muss auch viel tun. Das heißt also auch da wirklich auf die Pflege nochmal ganz stark achten und immer dem Haar auch das zurückgeben, was es verloren hat.
verloren hat. Heißt Feuchtigkeit, Öle, Keratine, ne, all das. Oder auch mal eine Intensivpflege bei uns in den Salons machen, ist auch immer wichtig, ne, dass man es wirklich mal intensiv lebt und auch mal 10 Minuten, 15 Minuten auch mal eine Maske einhängt, nur nicht über Nacht. Okay, ich mache jetzt mal meinen Look hier soweit grob fertig. Sie sehen auch, dass das jetzt erstmal nur ganz grob gedreht wird, ohne dass ich irgendeine Abteilung gemacht habe, dass ich hier jetzt auch unterschiedliche Bewegungen drin habe, die das Ganze ja noch viel natürlicher machen. Und möchte Ihnen gleich einmal natürlich noch das absolute Must-Have für die Beachwaves machen, zeigen möchte. Das ist natürlich unser Salzspray. Selvarin ist auch genau das drin, was draufsteht, das heißt also Salz. Jeder, der im Urlaub war, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist vielleicht, ist dafür bekannt, dass wenn man am Meer ist, hat man immer so wunderschöne Haare. Oh, da hat man so schöne Haare und die haben so eine schöne Struktur und sind so schön gebündelt. Und das macht einfach Spaß. Im Urlaub ist natürlich auch noch immer dabei, dass man unwahrscheinlich gute Laune hat, dass man sowieso gut drauf ist und mit allem sowieso ganz happy ist. Aber nichtsdestotrotz, auch hier ganz leicht einfach immer nochmal eine Bewegung nachgehen, hat man am Strand immer noch mal einen anderen Look. Und das würde ich Ihnen ganz gerne nochmal zeigen. Das ist unser Sprayvolumen Selmarin. Das ist wirklich ein Salzspray, auch mit nasser Haar zu geben und danach zu frisieren. Aber bitte mit Vorsicht, weil das Haar wird wirklich sehr schwer zu frisieren. Das heißt also auch mit der Rundbürste, wenn Sie damit arbeiten, immer vorsichtig dann sein. Weil ich sage immer, in dem Moment, wo man sehr viel Gewalt, sehr viel Kraft aufbringt, mit der Rundbürste zu arbeiten oder auch sehr reißt an den Haaren, in dem Moment schmerzt unser Friseurherz und man sagt, oh Mensch, ein bisschen weniger wäre schon gut gewesen, nicht ganz so doll reißen, ein bisschen weniger, lieber in Ruhe durchbürsten, unten anfangen. Und deshalb empfehle ich jetzt für mich, von meiner persönlichen Seite aus, das Selmarin nachher wirklich ins trockene Haar reinzugeben. Aber der Trick dabei ist, ruhig nochmal mit dem Föhn danach zu arbeiten. Das heißt, ganz leicht aufsprühen. Einzelne Streben. Jetzt sehen Sie das Haar, wie es jetzt aussieht. Und jetzt muss ich Sie leider einmal quälen und einmal kurz den Finger machen. Und jetzt sieht man, finde ich, sofort, also ich sehe es ja leider nicht so gut in der Kamera, aber ich sehe es von hier aus, man sieht sofort, dass Sie nochmal eine viel natürlichere Bewegung bekommen haben, mit nur einem Hauch von Selmarin. Und das ist das, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Diese Produkte genau gezielt einzusetzen. Was braucht mein Produkt am Ansatz? Was braucht mein Produkt in den Längen und Spitzen? Was braucht mein Haar vielleicht nochmal fürs Finish? Genau dafür sind wir da, wir Friseure, wir in den Salons, um Sie dafür zu beraten und Ihnen Tools an die Seite zu stellen und zu sagen, hey, schau mal, probier doch mal das aus oder das wäre doch auch was für dein Haar. Und dann einfach so viel Spaß damit zu haben, seine Haare zu machen, weil es funktioniert ja dann auch einfach. Wenn man Produkte hat, wo es einfach wunderbar mit funktioniert, hat man auch Spaß dran und am nächsten Tag probiert man vielleicht nochmal einfach was Neues aus. Das ist einmal zu den Beachwaves. Ist das für euch gut oder wollt ihr noch mehr sehen? Soll ich es auch einmal mit dem Glätteisen zeigen? Ich weiß nicht, wer mit dem Glätteisen, wer zum Beispiel kein Ondulier-Eisen zu Hause hat. Ich zeige es einmal nochmal einfach, weil mit dem Glätteisen ist es nochmal anders von der Handbewegung her. Auch hier immer wieder trotzdem nochmal Hitzeschutz. Weil auch hier meine Kundin möchte noch ein bisschen bei uns bleiben. Die soll jetzt noch nicht sofort abgeschnitten werden müssen, weil die Haare kaputt sind. Auch da ruhig nochmal ordentlich Antifrizz-Creme reingeben. Und dann machen wir das gleiche einfach mal mit dem Glätteisen, weil ich glaube, dass viele von Ihnen zu Hause eher Glätteisen haben als ein Onduliereisen. Aber wie gesagt, ich würde es Ihnen wirklich ans Herz legen, einfach mal mit dem Onduliereisen zu probieren, weil auch mit dem Onduliereisen die Beachwave einfach nochmal einen ganz anderen Look bekommt. So, auch hier brauchen wir nicht großartig abteilen. Ich tauche einmal ab und komme wieder hoch. Glätteisen. Kennt jeder wahrscheinlich, also viele Frauen haben es mittlerweile zu Hause. Und ist einfach damit anzuwenden, ich nehme mir eine Strähne raus,
Desto breiter meine Strähne ist, desto weniger Locken habe ich, desto feiner meine Abteilungen sind, desto mehr Locken habe ich. Hier habe ich jetzt eine relativ breite genommen und auch hier habe ich wieder einfach diagonal abgeteilt, sodass man gar nicht Step by Step by Step by Step nach oben arbeiten muss, weil in dem Moment, wo ich gerade Abteilungen mache und immer die gleichbleibenden Haarsträhnen in die Hand nehme, ist es dann nachher einfach auch nicht so ein natürlicher Look, sondern es wird dann halt schnell sehr gekünstelt. Also mit dem Glätteisen gehen wir einmal rein. Wir gehen in die Mitte von der Strähne, legen die Strähne einmal um das Glätteisen drum und ziehen die Strähne. Okay, Voraussetzung dafür ist, dass das Glätteisen an ist. Ich muss kurz warten, damit ich Ihnen das zeigen kann. Aber es hat sich wahrscheinlich sicherheitshalber ausgeschaltet. Ist natürlich auch super, wenn man es morgens natürlich mal vergisst, im Bad auszuschalten. Da muss man nicht ganz so panisch den Nachbarn anrufen oder schnell nach Hause, weil dieses hat sich jetzt tatsächlich von alleine ausgeschaltet. Ist nämlich dann so, dass ich das vorbereitet habe, damit es heiß ist, um Ihnen das sofort zu zeigen. Jetzt ist es aber ausgegangen, hat aber jetzt schon die Temperatur wieder erreicht. Das heißt, ich gehe von hier rein, lege meine Strähne um das Eisen rum. Auch hier wieder keine Angst, es dampft, weil die Restfeuchtigkeit im Haar ist und weil es einfach noch das Produkt mit drin ist. Und gehen dann rein und haben natürlich dann eine ganz andere Bewegung und Welle, als wenn ich es mit dem Onduliereisen mache. Aber auch das ist schön. Und vielleicht ist es für Sie zu Hause auch erstmal ein bisschen einfacher, mit dem Glätteisen anzufangen, als mit dem Onduliereisen anzufangen. Auch hier wieder schön gleichmäßig rein. Die Strähne schön durchziehen. Keine Angst, es passiert dem Haar nichts. Und auch hier wieder schön reingehen in den Spitzen. Hier nochmal oben reingehen, Strähne mit den Fingern leicht glatt ziehen, immer an den Hitzeschutz denken auf jeden Fall, wieder reingehen, von hier einmal durchziehen. Wie viel Grad soll das Glätteisen sein? Das ist eine gute Frage, weil es ist immer unterschiedlich, wie dick das Haar ist und wie strapaziert das Haar ist. Also zum Beispiel bei mir, bei meinen Haaren nehme ich bis zu 200 Grad, auch mit dem Onduliereisen. Ich sage aber mal so, Sie sind bei einer 170, 190 immer auf der guten Seite. Schauen Sie einfach mal, was passiert, wenn Sie das Glätteisen oder das Onduliereisen auf einer niedrigen Temperatur reinmachen. Wenn Sie damit eine Welle erzielen können oder eine Locke erzielen können, die Ihnen gefällt, dann ist die Temperatur wunderbar. Wenn Sie merken, da ist nicht ganz so viel Power hinter, es hätte ein bisschen mehr sein können, dann einfach das Onduliereisen oder Glätteisen nochmal in der Temperatur ein bisschen höher stellen. Und dann hat man das auch schon viel deutlicher, viel intensiver. So, jetzt haben wir das hier auch mit dem Glätteisen gemacht. Das ist natürlich eine ganz andere Bewegung, eine ganz andere Locke als mit dem Onduliereisen. Und deshalb würde ich hier gerne nochmal ein anderes Produkt von uns zeigen. Das ist der Detangler. Der ist dafür da, entweder ins nasse Haar reingegeben zu werden, um besser durchzukämmen. Oder aber auch jetzt hier wie als Finish, das ist ein ganz anderer Look und Welle wieder als auf der anderen Seite, weil hier kriegen wir Glanz, hier kriegen wir Gleichheit, wir können durchbürsten, wir haben viel mehr Glanz und weniger Beach Look als auf der anderen Seite. Das ist dann einfach nochmal der Detailer dazu. So, jetzt signalisiert mir meine liebe Kollegin schon. Langsam ist es fast schon vorbei, obwohl ich noch gar nicht alles erzählt habe, was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte. Ich finde es erstmal toll, dass so viele dabei waren oder noch dabei sind. Ich würde Ihnen ganz gerne noch einmal ans Herz legen, einmal bei uns in unseren Salons an unserem wunderbaren Gewinnspiel teilzunehmen. Das heißt, Sie sind bei uns in einem unserer Mozell-Salons. Und das Einzige, was Sie eigentlich nur machen müssen, ist einmal uns folgen, aber das tun Sie ja sowieso schon automatisch, seitdem Sie heute bei uns waren. Und dann können Sie jeden Tag, also nicht Sie, aber immer ein Kunde, jeden Tag ein Pflegeset gewinnen von dem, was ich Ihnen heute Abend vielleicht vorgestellt habe. Natürlich dürfen Sie das
Z frei auswählen nach der Beratung von ihrem Stylisten. Also auch da nochmal ruhig bei uns in den Salons vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es hat mir Spaß gemacht, eine Stunde mit Ihnen zusammen gemeinsam den Abend zu verbringen. Ich hoffe, Sie sind gut unterhalten. Ein paar Tipps dabei gewesen, die Sie vorher vielleicht noch nicht kannten. Gerne können Sie uns natürlich auch im Nachhinein noch eine Nachricht bei Facebook oder auch bei Instagram schreiben und sagen, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat oder ob Sie eventuell noch mal eine Frage zu irgendeinem Produkt haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiedersehen. Und dann wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Die Friseure sind da. Wir dürfen zum Glück auflassen. Wir dürfen weiterarbeiten. Wir haben ein hohes Hygienekonzept. Wir arbeiten jeden Tag stark daran, alle sicher durch den Tag zu bringen. Und von daher wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns. Bis ganz bald. Tschüss.